Hallo meine Freunde, ich habe ja gesagt, nach dem Super Nintendo kommt auch der Nintendo, also der Classic. Auch er sieht unspektakulär aus, wieder mit 30 Spielen. Und auf der Rückseite haben wir natürlich wieder alles zu sehen, was auf der Kiste drauf ist. So, machen wir ein Foto von, schön, schön. So, da müssen wir mal gucken, wo hier geöffnet wird. Da natürlich. So, was befindet sich hier? Ja, wieder das gleiche Spiel, ne? Ja, die sind zwar auch auf Englisch, die Spiele, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Auf dem NES gab es jetzt nicht so viele deutsche Spiele, rein deutsche Spiele. Aber ich finde es so dumm, dass sie keinen Power-Adapter reingemacht haben, also kein Netzteil. Nur, weil die den ja eben in USA released haben und auch hier eine USA-Version. Gibt es komischerweise die mit Stromadapter, hier aber nicht. Warum auch immer, die haben sich auch gedacht, boah, scheiß drauf, sparen Geld, geil, 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 Geld sparen. Oder haben sie in der neuen Version das drin? Glaub nicht. Aber komisch auch, dass die in der Version nur einen einzigen Controller drin haben. In der Super Nintendo Version haben sie zwei Controller. Komisch, komisch. So, in den kleinen Kasten, ich vergesse mal mit der Kamera rumzuschwenken, haben wir, oh, der ist ja genauso beschissen eingepackt wie der andere. Warte, ich krieg's hin. Hier mal mit den Füßen. Nein, da muss ich wieder mit der. Da. mit dem Mund. So, hier ist er, der. Ist er so rum, ja. Auch wieder mit den komischen Pots, eben von der Wii. Okay, das ist ein Druckknopf und. Okay, der lässt sich reindrücken, aber das ist ein Druckknopf. Und. Er geht nicht auf, er geht nicht auf. Ja, schön wär's. Und hinten sieht man natürlich auch wieder das gleiche, ne, wie bei den anderen. Man sieht wieder den normalen HDMI. Nochmal da. Und eben unser AC in Micro-USB. Und hier drinnen in der Kiste haben wir natürlich wieder einmal. Wie raus will. Raus! Das! Ja, ich sehe das jetzt echt gerade nicht. Hä? Muss ich verarschen? Ist das Ding irgendwie eingeklackt oder so? Komm, mein Super Nintendo ist auch umgekommen. Ah, okay, das ist so ein Teil, okay. Hier müssen wir genau das gleiche drin haben. Auch wieder Micro-USB und ja, HDMI. Juhu! Mehr HDMI-Stecker, die kann man immer gebrauchen. Tja, dann schließe ich das Ding mal an. Ich muss es ja wieder aufs Screen machen, weil ihr wisst ja, ne, keine 1000 Hände und so. Aber warte, aber bevor ich es auspacke, hier, zum Vergleich. Da ist der NES Classic, da ist der SNES Classic. Und warte, damals konnte man die immer so locker übereinander stapeln, dass es ein bisschen übergestanden hat. Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin, ne? Warte. Da, hier seht ihr das Original, also wie die übereinander ausstehen. Wir nehmen den gleich mal mit, den NES. Schiebe ich wieder hier mal unseren Stuhl zur Seite und gehe in die Ecke. Oh, ich glaube, ich hoffe mal, ihr könnt was sehen. Und da ist wieder der NES und der S-Classic. Ja, wieder ungefähr ein Viertel, ne? Ungefähr. Aber, naja, wenn wir von der Größe gucken, ein bisschen Unterschied sind die schon. Also der SNES liegt fast komplett drauf, schwebt hinten nur ganz leicht in der Luft. Aber mit unseren Klonen ist das nicht so, ne? Hier haben wir hinten theoretisch ein bisschen mehr Luft. Obwohl, könnte passen. Egal. Wir schließen mal an und dann schauen wir mal, was die Kiste so von sich gibt. Eine Überblendung weiter ist auch der NES verkabelt. Dieses Mal leider ohne Fernseher. Er ist weg. Naja. Und was das Internet immer über den NES Classic sagte, ja, der ist sehr kurz. Es kommt zwar irgendwie lang vor jetzt, so gesagt im Video, aber das ist nicht wirklich lang. Das heißt, die Konsole muss man so schon mehr oder weniger vor sich haben. Also im Gegensatz zum Super Nintendo Classic, weiter Unterschied. Ja, so, jetzt gehen wir mal hier auf den Anknopf. Da sollte was leuchten. Ich habe wieder meinen guten Weg hier benutzt. Und diesmal kommt dann auf den Bildschirm etwas. Ja. Ein normaler Bildschirm. Das einzige Problem ist, jetzt haben wir leider keinen Ton. Weil wir können ja nicht alles haben, ne? Hahaha. Wenn ich jemand anderen Bildschirm anschließen würde, dann hätte ich Ton. Aber ich bin gerade zu voll dafür. Das ist jetzt erstmal nur zum Angucken. Ja, das ist alles auf dieser Kiste hier drauf. Ach ja, ich will auch einmal einstellen, dass ich das hier darstelle. Urinauflösung kommt. Gib mir die originalen Pixel. Und ja, hier gibt es auch die Spulfunktion. So, wir gehen mal auf. Nehmen wir mal. Das wollte ich ja sowieso auch mal jetzt playen. Aber nein, das Spiel gibt es normalerweise in Deutsch. Aber natürlich ist das die englische Version. Aber na, die Originalkarte ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, die kostet 30 Euro und irgendwie 35 oder 40 Euro mit Dings hier. Verpackung. Das geht ja noch einigermaßen, ne? Also, mit der Look and Feel ist wie Dings hier. Wie ein Original.
Nee, ist bloß, dass es eben auf Englisch ist. Und wenn wir tun, dann würden wir herausfinden, dass es sich wahrscheinlich genauso anhält. Und ich vermute mal ganz stark, dass wenn wir den Knopf drücken, den Reset-Knopf, drücken wir mal, geh mal wieder am Bildschirm. Ja, oh, dann kommt auch wieder genau das, dass wir hier runtergehen können und dann das theoretisch speichern können. Ja, plopp, bräuchte gespeichert. Nicht, dass man das, naja, doch für einige NES-Spiele bräuchte man das. Warte, ich glaube, das normale Metroid ist, glaube ich, hier auch mit drin. Mal schauen, Castlevania, Donkey Kong, Double Dragon, Exit Bike, Final Fantasy, oh Gott. Okay, das wäre auch ein, auf jeden Fall ein prädestiniertes Spiel dafür, dass man, weil das hat, glaube ich, keine Speicherfunktion. Oder hat das eine? Weiß ich gerade ehrlich nicht. Auf jeden Fall, Metroid hatte keine, ich glaube, das hatte nur Passwortfunktion. Und ja, hatte das auch mal eine Batterie gehabt? Ich weiß es gerade ehrlich nicht. Ich habe auch den ersten Metroid-Teil eben nur sporadisch gespielt, weil mir die Karte gefehlt hat und keine Chance hatte, da irgendwie ein bisschen weiterzukommen. Naja, vielleicht seht ihr den NES Classic noch in ein paar Videos von mir. Sicherlich, hundertprozentig. Sofern ich die originale Cartridge nicht habe, weil wie gesagt, auch NES-Spiele werden einfach so teuer, dass sich eben so ein Scheiß lohnt.